Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom großen Weihnachtsspecial. Das Dusty Rhodes Classic Tag Team Turnier bei NXT ist am Laufen. Gestern hatten wir bereits Kane und Undertaker gegen die Natural Disasters Earthquake und Typhoon. Und heute haben wir das Match Primo Colon und Epico gegen The Bar, Sheamus und Cesaro. Und wir haben wieder gewürfelt und wir haben mit 3-5 gewonnen. Beziehungsweise heißt gewonnen. 3-5 ist es ausgegangen. Also wir steuern diesen Match Sheamus und Cesaro. Finde ich sehr, sehr schade. Ich hätte gerne mal mit Primo und Epico gespielt, weil ich dann nämlich auch der Meinung wäre, dass das vielleicht für Kane und Undertaker eine einfache Sache wird, je nachdem, wer dann weiterkommt. Aber naja, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen, wie dieses Match ausgeht. Ich denke mal, die meisten von euch werden hier wahrscheinlich auch für Sheamus und Cesaro sein, weil man einfach von den Colons so gut wie überhaupt nichts sieht in den Main-Shows. Die sind damals beim Superstar-Shake-Up sehr, sehr dominant rübergekommen, aber danach weiß ich nicht. Man hat eigentlich überhaupt nichts mehr von denen mitbekommen. Na gut, dann schauen wir uns mal an, wie die zum Ring kommen, weil das haben wir noch nicht gesehen. Beziehungsweise, vielleicht passiert... Nee, Quatsch, hier dürfte nichts passieren. Weil wir steuern ja Sheamus und Cesaro, das heißt, es wäre ja uns überlassen, ob wir die jetzt beim Eingriff attackieren. Gestern war es ja sehr, sehr schade, denn Kane war auf dem Weg zum Ring und auf einmal standen die Natural Disasters hinter ihm und dadurch ist eigentlich das, worauf ich Lust hatte, nämlich mal zu sehen, wie die Natural Disasters zum Ring kommen, das ist uns quasi dann verwehrt geblieben. Aber auf jeden Fall, der links hat ein sehr, sehr schönes T-Shirt an. Das Hemd rechts ist cool, das würde ich selbst tragen, aber links dieses Tanktop geht ja mal gar nicht. Naja, wir kriegen auf jeden Fall hier das komplette Entrance der beiden zu sehen. Das ist relativ unspektakulär. Ich weiß nicht, sind die vielleicht bei NXT oder so als irgendwelche Talentförderer unterwegs, weil ich verfolge NXT gar nicht so. Oder sind die momentan wirklich in den Main-Shows nicht zu sehen? Die ehemaligen Los Matadores. Wäre natürlich cool, irgendwann so weiß ich, kennt ihr noch Carlito, der ist ja mit denen verwandt. Wenn der irgendwie als Manager von denen zurückkommt und die dann so ein puerto-ricanisches Stable oder woher die auch immer kommen, bilden würden. Südamerikanisch auf jeden Fall. So, und da hören wir es. Sheamus und Cesaro, beziehungsweise ich höre es, ihr hört es noch nicht, sind auf dem Weg zum Ring. Erstmal Cesaro von der Cesaro Section hier zu sehen. Wo ist denn sein Tag Team Titel? Wo hat er denn seinen Tag-Team-Titel versteckt? Neuer wird Gründe haben. Eigentlich sind die zwei nämlich Tag-Team-Champion. Oder sind die vielleicht hier nicht zu sehen? Hier in diesem Turnier, ich weiß es gar nicht. Wäre natürlich sehr, sehr schade. Jetzt auf jeden Fall Sheamus. Von dem ich immer noch völlig baff bin, wie er damals Daniel Bryan den Titel abgenommen hat bei WrestleMania innerhalb von ein paar Sekunden. Also ich muss aber sagen, den hier Auftritt zum Ring ist... Warum hat der nur Sheamus den Titel? Was ist das denn bitte? Und Cesaro sich zu fein dafür, einen Tag-Team-Titel zu tragen, oder was? Muss ja schon sagen, derjenige, der dieses Outfit hier... Oh, auf einmal ist der Titel da. Sehr gut. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Da ist der Titel auf einmal hingespawnt. Und los geht's mit den beiden. Ich muss wirklich schon sagen, hätte ich nie gedacht, dass Sheamus und Cesaro als Tag-Team so viel Spaß machen. Und vor allem, dass die auch so lange existieren. Ich glaube, da hätte wahrscheinlich jeder gedacht, weil die sich am Anfang nicht verstanden haben, dass das irgendwie sowas Kurzes gibt. Da wird der eine den anderen hintergehen und dann ist das nach ein paar Wochen wieder gegessen. So wie es zum Beispiel damals mit Chris Jericho und AJ Styles war. Ja, nö, Pustekuchen. Die sind schon wieder jetzt Tag Team Champions geworden und ist doch ganz nett. Weil, klar, ich kann mir vorstellen, dass beide auf jeden Fall das Potenzial haben, groß oder halt den Titel zu tragen hier. Keine Ahnung, den Universal oder ein Intercontinental. Aber so ist doch gut. Bekommen beide sehr viel TV-Zeit und gerade für Cesaro freut mich das sehr. Ist ja mehr ein deutschsprachiger Superstar. Da sollte man sich generell, ja, kann man schon mal stolz drauf sein. Dass er wirklich sich in der WWE so lange hält. So, und dann erstmal hier der Flying Uppercut. Ich bin gespannt, ob wir das hier so schwer haben wie gestern gegen die Natural Disaster. Wobei der Undertaker wurde ja echt ganz schön hart mitgenommen. Der hat halt momentan wirklich Ringrost. Hat man gemerkt gestern in der Folge. Oh, und da ist der erste Reversal von... Wen haben wir denn? Epico.
Und dann gibt's die Schelle. Und der erste Wechsel. Und was passiert? Oh, Cesaro Swing und... Boah, harter Move. Aber sah gut aus. Das sind halt Shanks und Cesaro. Und da gibt's erstmal den Headbutt. Oh, da ist der Reversal. Aber... ja, auch der Reversal von uns. Und der Klobein in die Ringecke. If you told me heading into this match that he was going to absorb so much punishment, I would have called you a liar. Wo es jetzt hingeht, die Reise. But then again, I never believe anything that comes out of your mouth. If he doesn't start to turn this thing around, you can bet he'll take a hit in next week's WWE.com Power Ranking. Und dann ist das so ein Spielball. Also die Herausforderungen sind die Colons bis jetzt nicht. Der hat schon einen gelben Körperzustand. Und ja, läuft. Ist mal fein. Oh nein, jetzt kommt der Hottag, so wie es aussieht. Ja, Mist, jetzt habe ich gepennt. Was macht er denn hier? Ach, verdammt. Komm, den nehmen wir noch mit, wenn er schon da rumliegt. Ah, verdammt. Sollte ich vielleicht nicht tun. Alter, was für ein Move. Heftig. Aber da ist der Reversal von uns. Und der Shoulder Block. Since exploding onto the ECW scene in 2009, the Celtic Warrior has made a habit of beating people up and winning championship gold. Oh, wir haben gerade einen Trophäe schon bekommen. Ein Chiro-Termin. He wants no part of the outside. He's sending a message to the entire WWE locker room. Nein. Ah, doch, da ist der Signature. Ja, komm, haben wir aber noch nicht Schluss hier. Auch wenn wir gerade den Bro-Kick anwenden können. Ah, wir haben sogar einen Tag-Team-Finisher, sehr cool. Ah, komm, machen wir tun uns mal ein bisschen mit Cesaro aus. Und da ist der nächste Reversal. Ja, das sieht gut aus bis jetzt, das Match für uns. Und das ist der Reversal, verdammt. Der German Suplex. Ah, der nächste Reversal. Und auch noch feiern hier. 99% bei Cesaro. Also bis jetzt die Colons noch keine große Herausforderung in dem Match. Oh, da ist der Uppercut. Ja komm, der hat doch hier garantiert. Wobei Cesaro Swing. Nein! Nein, will ich nicht! One move after the other. It's devastating. What an offensive show by Cesaro. Sollen das hier? Muck mal nicht rum. Und da kommt der Tag Finisher. Boah, das ist heftig. Things do not look good for Primo. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Machen wir noch, darf Cesaro auch noch mal, oder beziehungsweise Sheamus? Nein! Das wäre zu gut gewesen. Das wäre mal ein richtiges Statement geworden, wenn wir jetzt noch ihn in die Ecke geschmissen hätten. Dass dann noch dann Sheamus seinen Tag-Finisher zeigt. Nein, zu früh, verdammt. Was macht der denn? War ich mir irgendwie schon zu sicher? War zu spät, verdammt. His tag team match can get out of hand quickly if he doesn't. Aber da ist der Reversal von uns. The beauty of tag team competition is that he doesn't need to take the entire brunt of the opposition's attack. Nein, verdammt. Das hätte auch so gut werden können. Ach Mann. Das war so ein guter Übergang und jetzt vermassel ich das. Na komm, dann machen wir jetzt halt mal den Tag Finisher. Und was kommt? Jetzt hat Cesaro den Broke. Okay, ich dachte, der hätte dann jeder was anderes. Schauen wir mal, ob das schon ausreicht. Primo Colon.
Naja, komm, noch nicht. Wollen einmal das Cesaro Swing hier sehen. Und damit können wir dann das Match beenden. Außerdem hat Cesaro auch noch ein paar schicke Moves drauf. Jawohl. Boah, heftiger Flying Elbow vom obersten Seil. Sagen Cesaro ist richtig beweglich hier, hätte ich gar nicht gedacht. Weil er eigentlich auch so ein bisschen größer ist, aber er macht Spaß. Und wieder der Nächste. Und er darf auch wieder weg. Hier sich einfach überhaupt nicht wert. Ach, schade. Aber er wehrt sich, Primal. Ah, der kickt in den Rücken. Ich kann nichts machen gerade. Achso, ich habe neben rechts die Reversal-Stange. Aber jetzt dreht er auf, Primo. Jetzt kommt zumindest wieder Reversal. Headed into this match, his partner looked extremely confident. It's decision time, Cole. Does he try to get back? Oh, komm, Sheamus, werfen runter, jawohl. Das ist Tag Team Arbeit. Das geht ja auch. Wir können mit dem Touchpad können wir nämlich auf den Tag Team Partner switchen. Das finde ich sehr cool. Das habe ich wahrscheinlich ging das letzte Jahr auch schon, aber ich habe es nur nie rausgefunden. Und komm, Sheamus auch nochmal. Und da ist wieder der Cesaro Swing. Aber ich will den anderen Cesaro Swing, halt den Standard Cesaro Swing noch machen. Vergiss es, Junge. Oh nein! Oh, jetzt hat Cesaro, der Idiot. Hätte er einfach nichts gemacht, wäre überhaupt nichts passiert. Er hat ja ein Signature. Ah, Mist. Und jetzt chillt in der Ecke. Verdammt. Ging gerade nichts hier hin. Oh je, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh, schon wieder zu spät, Mann. Und da ist der Pin-Versuch. Aber kein Problem für Sheamus. Ach Mann, ey. Haben wir am Anfang so dominiert und jetzt überhaupt nicht mehr. Und schon längst gewonnen haben können, wenn wir gewollt hätten. Ach Mann, ey, zu früh schon wieder. Alter. Und jetzt geht's ab. Und da ist der Einroller. Ist es das? Eins, zwei, nee. Ah. Nein. Der hat mein Signature reversed. Verdammt! Oh, und schon wieder der Reversal, ey. Darf doch nicht wahr sein. Verdammt. Und der Pin-Versuch. Oh, da wäre Sheamus sogar gewesen. Oh je. Was ich aber nicht verstehe, warum der nicht wechselt. Ach komm, das gibt's doch nicht. Wie überpowered ist der denn gerade? Und komm, Doppelteam. Und jetzt Schluss, würde ich sagen. So, wenn er jetzt mal hier auf die Beine kommt. Ja, schönes Match bis jetzt. Ja, komm. Rollkick. Und dann sollte das Match doch rum sein. Und ist es das? Eins,
zwei, drei. Jawohl, Sheamus und Cesaro gewinnen das etwas längere Match. Also vom Gefühl her ist es länger als das Match gestern. Aber schade, mich hat das geärgert. Wir hatten am Anfang so einen guten Run, wenn wir das dann damit verbunden hätten, noch dem nächsten Signature oder Finisher dran zu hängen, das wäre richtig gut geworden, weil da hätten wir so ein richtiges Squash-Match gehabt, wovon nicht auszugegangen gewesen wäre. Auf jeden Fall, dieses Match ist dann jetzt rum. Morgen geht's dann wieder weiter mit der nächsten Folge. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Oder kommt auf meinen Discord-Channel vorbei. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, wie auch meine Social-Media-Accounts verlinkt findet. Facebook, Twitter, Instagram. Wäre sehr cool, wenn ihr meinen Kanälen ein Follow, ein Like da lassen könntet. Ansonsten jeden Tag um 12 Uhr gibt es eine neue Folge meiner WWE 2K18-Karriere. Dann dieses WWE-Weihnachts-Special geht, ja, bis das Turnier rum ist. Also locker in den Januar rein. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch das Ganze anschauen werdet. Morgen gibt es dann das Match D-Generation X gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder am Start wärt. Ich bedanke mich dann jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.